Rund 90 Kinder der Clara-Fiebig-Schule in Manderfeld haben sich die letzten zwei Wochen mit dem Thema Frieden auseinandergesetzt. Am Freitag wurden die Ergebnisse dieser Wochen präsentiert. Mit Luftballons ging es dafür von der Schule zum Marktplatz in der Dorfmitte. Ja, die Clara-Fiebig-Schule hat einen Friedensmarsch heute organisiert und mit kleinen Beiträgen zum Frieden und auch für die Ukraine noch zu beten und den Frieden auch zu wünschen. Dabei waren neben den Kindern und einigen ihrer Eltern auch geflüchtete Ukrainer vor Ort. 40 sind bereits in der Gemeinde, 80 sollen es insgesamt werden. Sie wurden mit einem Bus aus der Gemeinde nach Manderfeld gebracht, um der Demo beizuwohnen. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet, wo auch Ehrenamtliche hier auch unterstützen. Und wir haben dann kurzerhand einen Bus organisiert, um dann auch die ukrainischen Familien an diesem Friedensmarsch teilhaben zu lassen. Auch über die Demo hinaus will die Gemeinde Büllingen die ukrainischen Flüchtlinge bestmöglich aufnehmen. Dafür wurde bereits vorgesorgt. Wir haben auch heute Morgen Erstpakete für die ukrainischen Familien zusammengestellt. Das heißt, wenn sie in unsere Gemeinde ankommen, dann kommen sie öfters mit dem Notwendigsten, und ihnen dann einen guten Start zu ermöglichen, haben wir dann Pakete zur Erstversorgung, Hygieneartikel und auch Lebensmitteln vorbereitet. Des Weiteren möchten wir noch verschiedene Treffpunkte organisieren. Der erste findet jetzt demnächst in der Feuerwehrhalle in Büllingen statt, wo die ukrainischen Familien und auch hiesige sich treffen können, einander kennenlernen und auch gemeinsam austauschen können. Die Kinder der Clara-Fiebig-Schule in Manderfeld haben das ihrige dazu beigetragen, die ankommenden Ukrainer bestmöglich zu begrüßen.